She's moving like. Hallo und herzlich willkommen hier bei dem dritten Part von Alan Wake. Der zweite Part war ja schon ziemlich gut, fand ich. Ich habe mich schon mal gut erschrocken. Ja, hab ich gerade auch gehört. Die Tankstelle war meine Chance. Ja, ja. Beziehungsweise, dass er sich erschrocken hat. So, ich bin jetzt auch wieder da, weil gerade wollte sich mein Router neu starten und nicht, dass das dann in den Aufnahmen stört. Deswegen habe ich gesagt, bin ich halt nicht dabei. Eben, okay, wir müssen jetzt zur Tankstelle gehen. Okay. Oh nein, das Auto fällt runter. Oh nein. Das Auto ist kaputt, denke ich mal. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann laufen wir mal weiter und gucken mal, was jetzt hier so passiert. Und mal gucken, was jetzt mit Alice passiert ist. Hallo? Boah, ist das hell. Ist das hell. Und ein Video. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure. Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. F5. Departure von Alan Wake. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, so die ganzen Seiten. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Hörst du mich? Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Okay, Sie haben Manuskript gefunden. Sie können sie mit F5 aufrufen. Okay, haben wir gemacht. Vom Axtmörder im Wald. Ja, der Typ kam ja gerade schon mal auf uns zu. Im ersten Albtraum. Mal gucken, was hier so im zweiten Albtraum jetzt passiert. Oh nein. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hallo? Dein ist eine Wohnung. Oder da hinten ist ein Licht, da laufen wir jetzt mal hin. Okay, die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Ja, hoffe ich auch mal nicht. Ja, das sieht aus wie einfach ein Holzfällerlager irgendwie. Ist sowas? Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ja, dann gehen wir mal bei den Baumstamm da rein. Und suchen das Telefon. Und App. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Hey! Hey, Sie! Wer nicht an? Ich hatte einen Unfall. Ich brauche Hilfe. Hören Sie, ich muss. Hütten zu vermieten in. Fahrt! Oh nein. Goldstucky! Wirklich? Freut. Eine Anzahlung ist erforderlich. Ehrlich und fair. Oh mein Gott, das ist der Stucky, ey. Was will er mit mir machen? Fair. Okay. Okay. Manuskript gefunden, dann lesen wir das mal. Wake bekämpft eine Bessere. Der Besessene stand vor mir. Ich konnte mich nicht auf ihn konzentrieren. Besessene Mittel. Als stünde er in einem toten Winkel, wie bei einem Hirntumor oder einer Augenkrankheit. Er blutete Schatten, wie Tinte unter Wasser. Eine Blutwolke von einem Haibiss. Ich hatte Todesangst. Ich drückte wie verrückt auf die Taschenlampe, um das Wesen davon abzuhalten, näher zu kommen. Plötzlich tat sich etwas und das Licht schien heller zu leuchten. Okay. Ja, jetzt brauchen wir erstmal eine Taschenlampe.
Ey, 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 Baumstämme, immer ruhig. Was gibt denn jetzt? Wo ist der Typ? Komm, wir müssen zum Haus. Okay, da ist er. Mist, die Entzahlung. Das ist der Oh mein Gott, warum haben die ich eigentlich musste alle hier Angst? Irgendwie raus. Stucky konnte jede Sekunde mit seiner Axt vor der Tür stehen, wie Jack Nicholson in The Shining. Na, ja. Ah, Taschenlampe und ein Revolver, wunderbar. Was ist hier? Batterien. Ja, wunderbar. Ja, machen wir den Typen jetzt mal fertig. Ich wollte die Tür nicht öffnen, solange draußen womöglich eine Axt auf mich wartet. Okay, das will ich auch nicht wollen. Empfehle ich Ihnen. Morgen! Das ist der neueste Trend. Die gesundheitsfördernde Wirkung der Wesen. Wo ist der Typ? Morgen kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie besichtigen die Sehenswürdigkeiten und tun ja. Gleichzeitig etwas. Ja. Voll in Cyber, Bright Falls, wie kann. Oh oh. Hallo? Hallo? Ah, ich glaube, das Ding hat der mal eben kurz gefällt. Oh, nicht gut. Oh nein. Ey, 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 ey. Ich glaube, wir sollten hier mal schleunigst raus. Ja, wo ist denn der? Ja, der Haus fällt einfach mal runter. Ey, was geht denn? Nee. Da ist er. Noch mehr davon. So, ihr könnt mir gar nichts. Ich habe eine Taschenlampe. Boom. Mein Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leichen. Sie waren einfach weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Die Kiste haben wir hier. Was ist da drin? Leuchtpistole. Wunderbar. Kann ich damit irgendwas machen? Hm, ja, doch, einschalten. Aha. Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Aber hier kann ich noch was treten. Hm. Das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Ja, super, jetzt müssen wir durch den dunklen Wald. Und... Oh, scheiße. Falsche Pistole in die Hand gehabt. Egal, geht schon. Mein Gott, ey. Er schreckt mich doch nicht immer so. Okay, weiter, weiter. Was zum Teufel war das? Dann geht's mal weiter. Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Okay, dann mal weiter hier. Oh oh, wo geht's weiter? Hier. Da ist eine Kiste. Ne, Manuskript. Okay, dann lesen wir das mal. Das ist ganz unten.
Barry Wheeler war extrem nervös. Er war in den Flieger gestiegen, nachdem Al und Alice tagelang seine Anrufe ignoriert hatten. Das konnte heißen, dass sie ihre zweiten Flitterwochen genossen, aber das glaubte Barry nicht. Al war dafür zu labil gewesen, konnte nicht schlafen, war ausgelaugt. Barry hatte jahrelang Erfahrung mit Alan Wake und er wusste es einfach. Etwas stimmte nicht. Wer der Barry kommt. Okay, dann mal wieder weiter. Ey, warum verschwindet er einfach? Wo ist er? Stucky war immer noch dort draußen, in der Dunkelheit. Er verfolgte mich. Lithium-Batterien genommen. Der Stucky, der läuft hier noch rum, aber ich weiß leider nicht wo. Da ist er. Boah, hör auf, doch die Axt zu werfen, ist ja voll gut. Erstmal. Ey, der lebt ja noch, der lebt ja noch. Jetzt aber nicht mehr. Was ist da? Nix. Dann geh mal hier hoch. Ja, der Stucky lebt noch. Okay, da lang. Hier hoch, okay. Klettern. Besessene. Okay, hier rein. Da ist schon wieder eine Kiste. Das freut mich. Batterien. Ein Herd. Ja, der bringt mir, glaube ich, nichts. Wo lang denn jetzt? Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Okay, dann mal nach oben. Kann ich hier irgendwas machen? Klar. Revolvermunition und Lithiumbatterien. Untersuchen. Es gab keinen Strom. Mano. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Dann gehen wir mal hier hoch. Holzfällerlager. Einen Generator finden, na, suchen wir mal. Ah, da hinten. Drei Stück. Aber nicht so cool. Huhu, ausgewichen. Drei sind viel zu viele. Und wieder ausgewichen. Stirb. Unter der Waldarbeiterausrüstung muss etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Erstmal das hier anmachen. Ja, einschalten. Okay, Strom ist eingeschaltet. Zum oberen Weg gehen. Ja,
erstmal gehen wir hier rein. Das ist wieder ein Manuskript. Das können wir jetzt gleich wieder lesen. Liegt hier noch was? Eine Schrotflinte, ja, wunderbar. Okay, lesen wir kurz am Manuskript. Wake wird von Vögeln angegriffen. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Und damit ist auch schon wieder der nächste Part vorüber. Das geht ja hier, die 15 Minuten gehen ja schneller als ich gedacht habe. Jo, das war's dann wieder für heute. Bis morgen. Ciao.